Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Wildwasserführers für Frankreich. Die Ardèche ist ein beliebter Fluss auch für Wildwasser-Unerprobte. Heute fahren wir auf dem Abschnitt Vaugu bis nach Balasuc. Direkt beim Einstieg unter der Brücke befindet sich ein kleiner Gratis-Parkplatz. Etwas flussab hat es auch einen größeren, aber da verpasst man bereits die erste schöne Stelle. Fürs Erste geht es auf recht flachem Wasser dahin, bis man zum einzigen Wehr auf dieser Strecke kommt. Das Wehr hat eine Bootsrutsche, die jedoch durch einen großen Stein teilweise blockiert ist. Zumindest bei unserem mäßigen Wasserstand von 10 Kubikmeter pro Sekunde kann das Wehr über die Kante befahren werden, da es keinen nennenswerten Rücklauf hat. Ab hier ändert sich das Flussbild. Die menschliche Begrenzung des Flusslaufs tritt zurück und man durchfährt eine natürliche Auenlandschaft, wo die Durchfahrten manchmal gesucht werden müssen. Treten von rechts Felswände an den Fluss, hat man allzu schnell den Ausstieg erreicht. Er liegt im malerischen Dörfchen Balasuc, das gerne von Touristen überrannt wird. Dann ist es schwer, die Autos am Parkplatz bei der Brücke abzustellen. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!